Ab Episode 90, also ab 91 genau genommen, kommt dann der ganz private Teil. Da kann ich dann auch schon etwas lockerer reden. Heute geht es um das Nachtreten. Dieser Begriff, dieses Phänomen ist mir zweimal seitens anderer Menschen begegnet. Einmal seitens Birol Günel, das war ein türkischer Schauspieler, der dann abgestürzt ist. Und die Leute, wo sie ihn dann quasi am Boden sahen, haben ihn dann auch nachgetreten und sich lustig darüber gemacht, was für ein Versager er ist. Ein anderes Mal wurde mir dieser Ausdruck gewahr, als eine Frau Lisa in einer hochsensiblen Gruppe auch dieses Phänomen erwähnt hat. Also man sieht jemanden am Boden und ergötzt sich daran, sich über ihn erheben zu können und ihn so richtig noch so richtig fertig machen zu können. Also man spuckt ihm quasi noch nach ins Grab. Und das ist auch der Moment, wo die Umgebung einfach darauf wartet, so geschissen wie es dem oder der geht, der kann sich ja nur umbringen. Na, wann ist er endlich tot? Wann käme endlich das Blut vom Asphalt runterkratzen? Die mögen das, die lieben das, weil deren eigenes Leben halt selber in so einem Dukkha, Dukkha ist, glaube ich, indisch-vedischer Begriff für Sorgen und Leiden, deren Dukkha und Belastung so groß ist, dass sie sich daran ergötzen, dass sie es ernen, in ärnerem Elend zumindest immer noch viel besser geht als diesem einen, dem sie nachtreten. Ich bin so ein typisches Nachtretungsopfer, ne? Also so richtig, man haut die Frau weh raus und dann schimpft man auch auf sie und die nächste, was man einsetzt, da schimpft man dann auf die Frau weh, wie die, also ich, alles gemacht hat. Und alle danach sind die Engel und die Guten. Es erinnert mich auch an das Schicksal der Frau Alpha, der Frau Omega im 12. Job, meine Vorgängerinnen. Die haben sich durchgebissen durch diese grausliche Stelle, in der ich ja dann verrottet bin. Und die zwei wurden aber gestreichelt, gehätschelt, ja, und denen wurden Vollzeitstellen lukrativ gegeben und die bekamen Spielzeuge geschenkt, wie irgendeine depperte Maschine, mit der es Heftel drucken können und was war sie. Ganz schlimm. Diese unterschiedliche Behandlung. Und das führt zu einer sicher enormen Verbitterung, also auch Embitterment Disorder. Und natürlich macht man sich wahnsinnig gern lustig über Leute und speziell Frauen, speziell Ältere, die ein Embitterment Disorder haben. Aber Götz-Zitat wieder einmal. Ich versuche mich nobel auszudrücken.